Herzlich willkommen zu diesem Review zur 759-74 Hagrid's Hut Buckets Rescue oder Bookbeaks. Ja, wenn man es richtig ausspricht, funktioniert es aus 2019 mit 496 Teile, 6 Figuren, 60 Euro mit einem Neuwert von 65 Euro und Gebrauchtwert von ca. 3,20, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja, entschuldigt, falls das Licht jetzt ein bisschen dunkler ist, aber wir starten jetzt mit dem Review der Figuren. Wir schauen uns die jetzt mal an. Ich mache mal meinen Stuhl vor, Philipp. So, hier haben wir den Henker. Der soll ja der Seideschnabel bzw. Federflügel später dann genannt hinrichte. Ja genau, mach mal den Blitz an und heb mal dein Licht dran. So, ich hoffe, dass man ihn jetzt erkennen kann. Wenn nicht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich denke mal, das müsste gehen. Dann geben wir mal seine Köpfungsaxt wieder. Weil er wurde ja zuerst geköpft und dann erst später wieder gerettet. Dann kommen wir jetzt zum Herzaubereiminister. So, stecke ich mir da auch mal drauf. So, dann, ich hoffe, man kann ihn erkennen, müsste aber eigentlich gehen. So, ich hoffe, es war jetzt nicht zu dunkel im Hintergrund, weil es war dann schon dunkel, wo ich das aufgenommen habe, weil für den Lego-Film habe ich 7 Stunden gebraucht. Und ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr den natürlich auch ansehen würdet, den Lego Stop-Motion Speed-Build-Film hier. Dauert 3 Minuten und ich habe halt da auch 5 Stunden vorm Schreibtisch gesessen und habe das Set aufgebaut, Stein für Stein. So, dann haben wir jetzt auch hier der gute Hagrid, dem haben wir gerade eben auch schon die Lampe abgenommen. Eine sehr coole Figur, man kann auch die Arme raus und rein machen. Ja, ist so ähnlich aufgeballt wie die Hulk-Figur, dass man dann das so rechts und links dran stecken kann. So, aber weiter kenne ich mich mit den Marvel-Figuren nicht eigentlich wirklich aus, weil ich bin erst ein bisschen später in das Marvel-Universum reingekommen. Lass mir auch mal den Zauberstab, dem gute Harry hier, und betrachte ihn nun näher. Ja, ich hoffe, die Musik passt euch auch. Das ist die Hogwarts Mystery Musik, die ich einfach reingemacht habe, weil die Creative Commons ist oder einfach Copyright Free. Also die kann man benutzen, ohne dass man da jetzt irgendwelche Probleme kriegt. So, dann drehen wir mal im Harry sein Gesicht um. Weil der hatte Doppelgesicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das? Da gibt es ein spezieller Lego-Fachausdruck. Dual Molded sind 2 verschiedene Farben. Wie heißt denn das? Double Face könnte man das wahrscheinlich nennen. Ist ja auch jetzt egal, Harry, geh mal zurück zum Seideschnabel. Den schauen wir uns am Schluss an, weil bekanntlich das Beste kommt zum Schluss. Kommen wir zur Hermine, was natürlich auch nicht für den Ron gilt. So, dann haben wir jetzt hier die Hermine. Weil Ron ist nicht das Beste. So, und jetzt der Hermine. Die hat natürlich auch doppeltes Gesicht. So, einmal drehen. So. Ja, das hätte jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr in Kamera machen können, Philipp. Aber müsste eigentlich so gehen. So. Perfekt. So. So sieht die dann aus, die Figur. Ich finde irgendwie die Haare sind ein bisschen zu groß und ihr Gesicht hätte man ein bisschen mehr anpassen können. Aber sonst ist es eigentlich eine solide, gute Figur, muss ich sagen. So, dann noch zum Ron. So, das ist sein normales Gesicht. So, und übrigens, man kann jetzt hier bei Denner auch die Beine bewegen, was natürlich auch sehr cool ist. So, dann machen wir mal sein Gesicht, wenn er eine Spinne sieht. Der hat eine gute... beziehungsweise eine schlechte Arachnophobie, die Angst vor Spinnen, was natürlich auch der Schauspieler gehabt hat. So, dann stelle mir doch mal die Figur zurück, nachdem ich jetzt mein linkes Licht runtergeschmissen habe, oder war das noch nicht? Irgendwann mal im Laufe des Videos habe ich nämlich mal meine linke Lampe runtergeschmissen. Ja, ich glaube, das kommt noch. So, dann befreien wir mal den Federflügel von diesem komischen Teil. Das ist echt ein bisschen blöd gelöst, die Käterei da dran. Das ist echt nicht so cool geworden damit, weil entweder rupft man das weg oder irgendwie die Kette bleibt hängen. Das ist ein bisschen bescheuert geregelt, aber geht eigentlich. Das Set habe ich jetzt dann auch vor 3 oder 2 Jahren. Nee, 3 müsste es jetzt sogar schon sein. Vor 3 Jahren habe ich das zum Geburtstag mal bekommen. So, jetzt können wir ihn auch näher betrachten. Ist eigentlich so aufgebaut wie ein Pferd. Bloß kann er sich nicht bewegen. Die Flügel kann man bewegen. Einklappe hoch und runter fliege. Dazu seht ihr auch mehr Details im Stop-Motion-Film. Jetzt haben wir ihn runtergeschmissen. Ganz toll. So, setzen wir ihn auch wieder zurück.
und kette ihn wieder fest. Das ist natürlich ein toller Akt. Das ist total kompliziert geregelt. Fand ich jetzt nicht so gut, aber was für eine Freigabe für Kinder hat es gehabt oder Empfehlung besser gesagt. Schaut euch das gerne nochmal an am Anfang des Videos. Und ja, wenn euch das Video bisher gefällt und ihr mich gerne unterstützen wollt, lasst gerne Like und Abo da. Dafür gab es jetzt kurz das Segment hier, wo ich zu blöd war, ihn richtig festzumachen. So, dann das Kürbis fällt wieder zurück. Und ich würde sagen, dann komme doch auch mal jetzt dann gleich. Philipp, das kann man gar nicht richtig erkennen auf dem Bild. Schieben wir mal zurück. So, ja, irgendwie ist das Bild von meiner Kamera auch nicht das Beste gerade im Moment. Deswegen würde ich sagen, schaut euch lieber den Stop-Motion-Film an. Da war jetzt auch noch ein etwas unschönerer Cut, aber wir kommen jetzt zur Hütte. So, ich hoffe, das kann man jetzt so, ja, desto weiter weg, desto besser. Ja, müsste eigentlich jetzt so gehen. Dann schauen wir uns doch mal die Hütte mehr im Detail an. So, und zwar haben wir dort ja zwei Häuser, die aneinander gesteckt wurden. Dann haben wir ja auch noch ein schöner Kamin dran, ein paar Fenster überall. Entspricht auf jeden Fall sehr schön der Hütte vom Hagrid, muss ich sagen. Ich habe die mir mal aus Legosteinen nachgebaut, im Bund, die ältere Variante. Aber ich bin auf jeden Fall mit dieser Variante sehr zufrieden. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass man jetzt so eine Einklappfunktion eingebaut hat. Aber ich denke mal, dann wäre das jetzt 20 € teurer gewesen, wenn man dann so eine Funktion dran gebaut hätte, dass es von hinten nicht offen ist, sondern dass es mal nur so aufklappen kann. So ist eigentlich auch ganz nett. Dann schauen wir mal kurz, werfen wir mal einen Blick hier rein ins Haus zum Equipment. Da haben wir schöner Hagrid-Sessel, eine Teekanne. Dann haben wir natürlich da drüber auch sein Drache ein, wo er den Norbert bzw. Norberta ausbrütet. Stuhl um. Und drüben links hat er auch noch so ein schönes Ding, wo er der Tagesprophet liest mit Bolt Holifited, also der Harry. So, dann teste mir doch mal hier die Leuchtfunktion, weil da ist so ein Leuchtbrick drin. Ja, das geht ein bisschen schwer. Also wenn man jetzt hier so drauf drückt, normalerweise soll es, wenn man jetzt so, ja, okay, geht. Warte, vielleicht mache ich euch mal das Licht aus. Dann könnte man es vielleicht besser sehen, wenn ich es richtig machen würde. Ja, okay, man sieht es auf jeden Fall. Bei euch in Natura müsste natürlich schöner aussehen, würde ich glaube ich behaupten. So, ja, und wenn man es so ein bisschen leicht andrückt, sieht es so aus, als würde es noch so brüte. Genau, das reicht jetzt erst einmal. Und dann würde ich sagen, kommen wir dann zum Schluss des Videos so langsam, nachdem wir dann das Haus hier wieder umdrehen. So, die Hütte ist auf jeden Fall sehr cool zu bauen, ist aber auch sehr aufwendig, ein Stop-Motion-Speedbild dazu zu machen. Deswegen, wie gesagt, in der Infokarte findet ihr das Video. Sobald es rauskommt, könnt ihr das auch ansehen. Und natürlich könnt ihr auch hier die Fenster öffnen. Also nur das eine Fenster rechts neben der linken Tür. Und ja, das war's dann also mit dem Video. Vielen Dank fürs Ansehen. Lasst gerne kostenlose Like und ein Abo da. Unterstützt mich sehr und ciao.